Hallo und guten Tag. Mein Name ist Ruth Ahrens und ich freue mich, mit euch heute ein paar Qigong-Übungen zu teilen, die wir bei Erschöpfungszuständen anwenden können. Zum Einstieg möchte ich ein paar Worte zu einer Übung sagen, die ich für eine der effektivsten und einfachsten überhaupt halte. Und diese heißt Lächeln. Ein feines Lächeln, ein inneres Lächeln. Ein Lächeln entspannt unser Gesicht und unsere Stirn. Und wenn die Stirn entspannt ist, ist auch unser Geist entspannt. Und wenn unser Geist entspannt ist, kann unser Qi seine Arbeit besser tun. Für das Üben aktivieren wir zunächst den Lungenmeridian. Dazu schließen wir die Finger zusammen und klopfen ganz leicht unterm Schlüsselbein den Beginn des Lungenmeridians. Das könnt ihr mit den Fingerspitzen machen oder ganz leicht mit den Fingerkuppen. Und ihr könnt das auch länger machen, als ich das jetzt hier demonstriere. Und dann streicht ihr ein wenig diese Stelle, die ihr geklopft habt, und streicht aus bis zur Daumenaußenseite. Dort läuft der Lungenmeridian nämlich lang. Andere Seite. Das Lungenorgansystem ist zuständig für unser Immunsystem und auch für die Produktion unseres Wei-Qi, unseres Abwehr-Qis. Darum tun wir gut daran, unseren Lungenmeridian, wann immer wir die Zeit finden, zu aktivieren. Unter anderem mit dieser kleinen Klopfübung. Wir reiben die Stelle und streichen aus bis zur Daumenaußenseite. Die Übung, die ich heute vorstellen möchte, dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes um unsere Mitte, nämlich um den Gürtelmeridian. Dies ist eine Energielaufbahn, die genau um unsere Taille herumläuft. Vorne durchkreuzt sie den Bauchnabel, hinten den Punkt Mingmeng, Lebenstor. Der liegt genau gegenüber vom Bauchnabel. Und dieser Punkt Mingmeng ist insofern von Bedeutung für uns, als dass er eng mit den Nieren verbunden ist. Und die Nieren speichern unsere Ursprungs-Qi. Und wenn uns etwas im wahrsten Sinne des Wortes an die Nieren geht, ja, wenn wir erschöpft sind, dann tun wir gut daran, unser Nierenorgansystem zu stärken. Das tun wir unter anderem durch diesen Punkt Mingmeng und durch die Aktivierung und Nährung des Gürtelmeridians. Der Gürtelmeridian sorgt außerdem für einen guten Fluss unserer Hauptmeridiane. Wir reiben für die Übung unsere Hände, aktivieren das Qi in unseren Händen, üben uns im Lächeln. Und halten einen Ball vor unserem Bauchnabel. Ihr spürt in eure Hände rein, vielleicht könnt ihr ein Kribbeln spüren, vielleicht spürt ihr Wärme. Und ihr spürt einmal zu dem Raum zwischen euren Händen hin. In der chinesischen Vorstellung ist Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Der Mensch ein Abbild der Natur. Und in diesem Sinne ist der Gürtelmeridian unser Äquator. Und dieser Ball, den wir gleich drehen, ist der Mond. Die Übung heißt, den Mond um den Äquator kreisen lassen. Egal in welche Richtung, beginnt ihr damit, mit euren Händen einen Kreis zu beschreiben. Ganz gemächlich, alle Zeit der Welt. Und innerlich stellt ihr euch vor, wie ihr um den Gürtelmeridian herumkreist. Was außen geschieht, geschieht auch innen. Den Mond um den Äquator kreisen. Lasst euch Zeit, ihr könnt auch die Augen schließen. Euch ganz der Wahrnehmung widmen. Eure Handflächen spüren, den Mond zwischen den Handflächen und das Kreisen um euren Äquator. Dann ändert ihr die Richtung. Lasst den Atem fließen.
strömen. Innerlich um den Gürtelmeridian herumkreisen. Die Schultern ganz entspannt, der Oberkörper leer, der Geist wie der blaue Himmel. Dann kommt ihr in der Mitte an und wir machen weiter mit einer Variante dieser Übung. Ihr dreht die Handflächen nach unten, auch auf Höhe der Taille, auf Höhe des Bauchnabels und beschreibt wieder einen Kreis. Auch hier kreisen wir innerlich um unsere Mitte, um den Gürtelmeridian herum. Und diese Übung heißt die Erde kreisen. Ihr könnt euch also auch vorstellen, wie ihr mit euren Handflächen über den ganzen Planeten streicht. Stellt euch vor, eure Bewegung ist riesengroß. Und ihr wechselt die Richtung. Wenn ihr diese Übung zu Hause wiederholt, dann könnt ihr jede Richtung 9-mal machen. Oder 18 Mal oder 36 Mal, alles, was sich durch 9 teilen lässt. Aber wichtiger als das Zählen ist eure Wahrnehmung, dass ihr ganz dabei seid bei dem, was ihr tut. Ihr spürt eure Hände, ihr kreist innerlich um den Gürtelmeridian, ihr streicht über die Erde. Und noch einmal kommen die Hände vor der Mitte an und wir sammeln dreimal unsere Wahrnehmung und unsere Energie in der Mitte. Dann legen wir die Hände auf, schließen die Augen, nehmen uns ein paar Momente nachzuspüren. Stirn ganz entspannt, der Geist ganz leer, weit. Dann sammelt sich eure Wahrnehmung in der Mitte des Unterbauches. Stellt euch vor, ihr schließt euer unteres Zentrum, euer unteres Dantien von allen Seiten ganz behutsam. Wie eine Schatzkiste. Und dann beenden wir diese kleine Übung, öffnen die Augen und widmen uns noch einer kleinen Abschlussmassage. Ihr nehmt eure Hände wahr und die Wärme eurer Hände. Und dann führt ihr die Hände nach hinten und legt sie auf die Nieren auf. Ihr lauscht den Vogelgezwitscher. Und stellt euch vor, ihr gebt eure Energie der Hände an die Nieren ab. Vielleicht lehnen sich die Nieren ein wenig in eure Hände hinein. Die Nieren freuen sich über diese Stärkung und dann streicht ihr dreimal kräftig nach unten aus, schüttelt noch einmal die Hände, freut euch an dieser Übung. Ich bedanke mich und wünsche alles Gute.